Hallo alle miteinander. Ihr wundert euch bestimmt, warum ihr das Vergnügen habt, schon vor den Let's Plays oder den Infovideos meine Stimme zu hören. Ja, das liegt daran, dass mich Programme irgendwie in letzter Zeit nicht mögen. Keine Ahnung warum, aber mein Aufnehmprogramm meinte plötzlich die Datei, die ich schon gespeichert hatte, also was von der Koloration schon gemacht habe, nicht mehr abspielen zu wollen. Fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und da blieb mir halt nur zwei Varianten, entweder alles nochmal machen, oder eben den ersten Teil erklären, was ich bis dahin gemacht habe und dann ab dem Punkt wieder mit der Geschwindigkeit erhöht die restliche Koloration zu machen, wo man mich dann nicht mehr hört oder in irgendeine Musik eingeblendet ist. Ja, wie ihr merkt, habe ich mich für Variation 2 entschieden, weil ich faul bin und nicht nochmal Lust hatte, die ganze Koloration zu machen, die ich bis jetzt gemacht habe. War gut. War jetzt nicht, noch nicht so viel, aber ausschlaggebend war halt, dass ich das Top gezeichnet habe und das hat mich schon geärgert bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ich hatte damit meine Probleme. Jedenfalls das Top gezeichnet halt noch in Paint2Sai. Jetzt bin ich ja in Photoshop drin, da mache ich immer meine Grundierungssachen und lege die Farben aufeinander und dann im Paint2Sai mache ich die ordentlichen Übergänge, weil ich es da besser verwischen kann als hier in Photoshop. Und ja, also ich habe dann das Top gezeichnet, in Photoshop dann das schwarz angemalt. Hoffe, ich lasse es so, wenn nicht, dann ändere ich noch was dran. Das Halbband wurde auch schwarz und ja, Glocke natürlich so gelblich, habe ich auch schon hinterlegt mit mehreren Ebenen, was dann verschiedene Schattierungsstufen dann gibt. Ebenen habe ich natürlich alles schon vorher angelegt, betitelt. Und dann Farben halt Stück für Stück aufgetragen. Ja. Dann habe ich die Haut noch in dem Ton. Das Weiße war vorher halt noch nicht da. Das habe ich erst nachträglich, nachdem ich die anderen Farbschichten aufgetragen hatte. Aber die werde ich jetzt nochmal wegmachen. Ich störe mich irgendwie doch. Ich habe gesehen bei dem, bei den Verwischen, dass das irgendwie noch nicht so ganz gut aussah. Da ist es. Fail. Super Fail. Schön, wenn man nicht auf der Ebene ist, in der man zeichnen will. So. So. Da war ja noch. Und da. Da war ich super gut. Oh, ist das blöd, gerade mit der Maus zu machen. So, okay. Ja, nachdem ich das gemacht hatte, habe ich halt die verschiedenen Schattierungen reingelegt. Mit unterschiedlichen Farben, ob dann noch eine weitere Ebene mit noch einer dunkleren Schattierung reinkommt, weiß ich noch nicht. Das sehe ich dann, wenn die Ränder gemacht sind und alles und ich dann entscheide, ah, an den Stellen könnte es doch noch ein bisschen dunkler sein. Und ja, das war's ja bis jetzt. Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte mehr gemacht. Ah nee, doch. Ich habe die Wangen ja noch reingemacht. Sieht bis jetzt voll cool aus, ne? Vorher hatte ich auch schon die Lippen, aber die haben mir vom Farbton doch nicht gefallen. Und von der Art, deswegen habe ich die schon jetzt weggemacht gehabt. Was ich da auch gemacht hatte im Paint2Sai, war, dass die Pupille geändert, weil die mir irgendwie so ein bisschen zerquetscht aussah. Habe ich gerade gesehen, das muss ich noch machen. Naja. So, ab dem Punkt werdet ihr noch sehen, hier Koloration Haare, Ohren von dem Schwanz. Die Ränder werde ich ja noch machen und eben auch noch Lichtreflexe reinmachen und jetzt auch die richtige Augenfarbe hinzufügen, die Pupille noch ändern. Ach ja, und wahrscheinlich noch andere Outlines machen. Deswegen werden die Haare noch nicht komplett fertig koloriert, weil ich dann die Dichte reduziere, weil wenn ich die andere Outlines wähle, dann sind an den Stellen nur schwarz für die einen. Einzelne Striche, wenn ich die nachziehen sollte. Ja. Und Hintergrund kommt ja noch. Genau. Da habe ich noch gar keine Ahnung, was ich mache. Na egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß beim restlichen Bild. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, dass ihr jetzt den Anfang nicht gesehen habt. Ich versuche zu vermeiden, dass mich die Programme weiterhin ärgern. Das grenzt ja schon fast am Mobbing, aber ich kann es nicht versprechen. Aber naja. Wie gesagt, viel Spaß noch beim restlichen Teil. Tschüss, eure Tai.